alle, die sich gerade dieses Video anschauen. Mein Name ist Natalie und das ist das erste Video, das ich auf YouTube stelle. Und erstelle einfach mal einen kleinen YouTube-Kanal zu dem Thema. Ich kann zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, wie groß das wird. Wahrscheinlich bleibt es sehr klein. Wahrscheinlich werde ich auch nicht sehr viel hochladen auf diesem Kanal. Herzlich willkommen aus dem Rainbow Magic Land. Oh mein Gott. Das war jetzt ein bisschen peinlicher als geplant, glaube ich. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Infozentrale-Video mit einem Special Guest. Perfekt. Fein gemacht, Findus. Ja. Und jetzt? Du wolltest den Anfang machen. Ja, das können wir schon mal nehmen. Das können wir schon mal nehmen. Oh Mann, ey, das ist so unangenehm. Okay. Okay. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Preisbeispiel für den normalen Tagesbesuch im Heidepark. Das, was ist das? Mach einfach weiter! Kann nicht. Ein weiteres sehr verlockendes Angebot von Seiten der Parks sind die sogenannten Expresspässe. Da gerade Vogel mega laut. Nein, das war Findus. Warum klingt deine Katze wie ein Vogel? Sicher nicht. Ja. Komm her. Komm rein. Ja. The Circle of Life. Der Königsfelsen. Oh Mann. Jetzt habe ich die Kamera hier. Ja, das Problem ist, dass wir das Stativ jetzt verändert. Das heißt, wenn wir jetzt das nächste Mal schneiden, wird das komplett anders sein, das Bild. Das fällt gar nicht auf. Das stand genau so. Das ja, genau. Das stand genau so. Gruppen gehören darunter auch... Parques Reunidos. Ich kann das leider nicht aussprechen. Okay, wir müssen hier schneiden. Okay. Ich hab gesagt, Alter, voll die Idee, ich hab nicht zugehört. Unangenehm. Jetzt kommt ein Penis raus. Was passiert jetzt? Komm her. Na komm. Ein Feiner. Wie geht hier hin? Die Hauptattraktion des Parks. Hallo. Komm mal her. Das habe ich auf Video. Wir machen gar nicht das Becherspiel, aber da stehen Becher. Ich sehe das ganz genau. Also, wollt ihr das Becherspiel? Ja! Den größten Teil der Stadt haben sie schon geplündert. Wir haben sie einmal mal geplündert. Mit den Zahnrädersicherung, die sind gut. Die sind einfach. Mit dem Hochzylinder, die sind so schwer. Ich hab schon lange nicht mehr gemacht. Matthias hat sich die Haare geschnitten. Stimmt ab, geil oder scheiße? Jetzt. Ja,
Also ich muss sagen, ich glaube, so eine krasse Aussicht wie hier, man sieht es halt gerade nicht. Dich meinte ich jetzt damit nicht, sondern die Stadt habe ich von einem Freizeitpark aus noch nie gesehen. Was? Ah, drei steht vom Klo. Kneipe ab! Das glaubt ihr nicht. Also wir sind alle da, aber Hauptsache Mike war auf dem Klo. Mike, möchtest du was zu deiner Verteidigung sagen? Ich war kacken. Wow, genau. Oh mein Gott. Da kam gerade schon ein Stück hier. Da kommt Nebel aus dem Zelt. Nebel. 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 Ich sage es nur ungern, aber ich wette, dass ohne Zähne den Feuer das Leben! Der war trocken. Wir lieben Nebel. Nebel! Okay. Hat hier gerade ernsthaft einen Reisebus gehalten, in den wir jetzt einsteigen? Es ist wirklich so. Hier hat ein. Wir steigen jetzt. Also Moment, ich beweise es. Das ist die Lust, dass wir abgelegen hier steht, okay. Das ist gar nicht komisch. Nein, das ist ganz normal. Was ist los? Oh mein Gott, nein. Was ist? Ich kann nicht schlafen. Kennst du die Goonies? Tötet es, bevor es Eier legt. Kennst du die Goonies? Ja. Sieht aus wie Slot. Tötet es, bevor sie Eier legt. Okay. Das ist von mir aus kein gedrückt. Darf ich das auf YouTube stellen? Bin mir nicht sicher. Man sieht Nippel. Erzähl mal ganz kurz. Wir wollten gerade eine Bierspur auf dem Zug. Also das Bier fängt da hinten an und was ist dann passiert? Dann haben wir gebremst. Dann. Ja. So, und dann stand der Zug schief, dann hat er Gas gegeben und dann hat er wieder gebremst und stand zur anderen Seite schief, dann hat er wieder Gas gegeben, dann hat das Bier irgendwie aufgehört und jetzt hat es gerade wieder angefangen zu laufen und jetzt stand er wieder zu dieser Seite schief und es läuft jetzt irgendwie, oh, ist aber weit, gehen wir da weiter und dann sitzt. Oh Gott. Alter, hier sind andere Leute. Oh, es geht weiter da. Jetzt gibt er wieder Gas. Da jetzt geht's wieder nach hinten. Hey, du holst mich ein! No. Ernst? Oh! 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 Oh!
nein! Ich bin zu schnell! Ah! Ah! Oh Mann! Oh! Ah! So, gibt's hier eine Gewichtsbegrenzung? Nö. Ich hab wirklich Angst. Oh. Oh oh. Na toll. Durch. Yep. Wirklich durch. Alles ist nass. Damit habe ich nicht gerechnet. Alles. Woo!
ein Stück vor. Noch ein Stück. Ich rutsche eh rum. Okay, können wir los? Ja, bitte. Ich will aussteigen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Halt dich auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Drück doch mal auch drauf irgendwo. Oh mein Gott. Was ist das? Oh. Scheiße. Das ist dein Geld. Scheiße. Wie dumm du bist. Mein Geld ist rausgefallen. Schaut sie an, dann stehen alle still. Vielleicht kommt sie uns bremsen. Ich glaube, es bremst. Sonst seht ihr auch so aus. Beim Hotel und unser erster Eindruck ist, es riecht hier extrem verbrannt. Also Italian Memories. Wir sind in unserem Hotel angekommen und wir wollten euch auch kurz das Hotelzimmer zeigen, falls ihr auch mal ins Disneyland wollt und nach einem Hotel sucht. Also nur so, damit ihr ein anderes wählt vielleicht. Hotel. Ja, wir befinden uns jetzt in unserem Spontan-Hotel. Ich zeig das kurz. Es ist gar nicht so schlimm. Also wir bezahlen nur 60 Euro gut. Wir haben ein bisschen Nachlass bekommen, weil die Klimaanlage kaputt ist. Aber hey, wir zahlen nur 60 Euro. Das Beste ist ja wohl das Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht, aber die Betten sind mega klein. So richtig klein. Also von der Länge her gehst du, oder von der Breite her. Wie breit ist denn das? Also das ist echt nicht breit so. Ja. Gibt es hier noch irgendwas? Hier ist noch unsere Küche. Also ich finde das super. Solange ich da nicht schlafen muss, finde ich das super. Wir haben für zwei Personen gebucht. Aber das zweite Kissen liegt da oben. Der Kissenbezug auch. Der ist alles. Das liegt da so. Ja, das richten wir jetzt einfach selber. So, wir haben einen Balkon. Wir lassen das Fenster die ganze Nacht auf. Hier hängt zwar Wäsche, aber egal. Wir haben eine gute Aussicht. Naja. Also ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Sag mal so, das Bad wurde aus einem Guss gefertigt.
Scheiße. Was ist hier los? Alter, das war auf dem Schiffbecher. Oh Mann, okay. Das wird in Wohnmobil. Riecht das nach Kacke? Hast du gepupst? Nein! Und so klingt es jedes Mal, wenn hier ein Flugzeug landet. Und damit guten Morgen aus unserem Hotel, wo wir alle in unseren Klamotten, wie wir gestern den ganzen Tag alle hatten, gepennt haben. Es war einfach furchtbar. Und? Naja, ich liege. Das ist eh was Besseres. Ja, wir haben jetzt neue Toiletten hier entdeckt. Ja, und das gucken wir uns jetzt mal an. Oha! Ist gerade ernsthaft die Türklinke abgefallen? Ist gerade die Türklinke abgefallen? Kommen wir jetzt noch raus? Um die 90 Stunden mal zu verbergen. Leider schafft man ja, nicht. Was ist von dem? Verletzt einmal. Das ist ein normaler Mensch. Was ist gerade passiert? Der ist gerade mit seinem Plastikkopf gegen die Wand gelaufen. Und es machte so ein gruseliges Dock. Hi. Hi. Ich hab Angst. Okay, ich hab mich nicht hingelegt. Jetzt versuch das. Hab ich drauf. Ich auch. Sorry. Also, jetzt konzentriert. Es geht noch, es ist wasserdicht. Komm jetzt. Okay, also ich beschreibe Matthias als sehr ungeschickt. Ich gehe jetzt noch? Es geht noch. Oh Mann, natürlich geht's noch. Ist was voll im Wasser? Ja. Samsung, wuhu! Und wir sind eine sehr große Truppe geworden. Ich schwenk mal kurz. Das sind alles noch Leute. Man sieht euch zwar nicht, weil es blendet. Also der Mitarbeiter ist auch einfach verschwunden. Ach, hier ist er. Was macht er denn hier? Er quatscht mit jemandem. Toll! Naja, jetzt gehen wir zu der Show. Die anderen sollen dann den Simulator machen. Noch ein Teil der Gruppe ist gerade im Slaughterhouse. Und wir sichern uns jetzt einen Platz bei der Show. Und gucken die Show. Ah, du bist auch da. Okay. Three und Limit sind geschlossen. Was sagen Sie dazu? Heidepark. Wie finden Sie das? Heidepark. Können Sie damit leben? Merlin. Da geht er einfach mitten in den Tag. Okay, ich bin kein Business, aber ich war die Erste, die da war in diesem Economy-Bereich. Und Alter, trotzdem muss ich mal gucken. Seht ihr das? Ist das einfach kein Platz mehr oder was? Da ist überall noch Platz für Koffer und ich muss nur meinen Koffer abgeben. Matthias? Ja? Ich hätte gerne ein Review während der Fahrt noch. Das ist scheiße. Okay, nochmal. Ich hätte gerne ein nettes, kinderfreundliches Review während der Fahrt, bitte. Fahr den Ansatzpark. Guck mal, man kann hier unter den Rock gucken. Warum immer diese kinderunfreundlichen Kommentare von dir? Ja, erzähl mir mal dort drunter. Und der Mann, der da steht, am Express-Butler bzw. Singrider, Alter, ich habe in meinem Leben noch... Ja, das Feuerwerk verpasst mir auch. Ich habe in meinem Leben noch nie eine so unfreundliche Person erlebt. Also, es ist unfassbar. Der beleidigt hier Besucher. Also, ich fasse es wirklich nicht. Es geht gar nicht, sowas. Der hat absichtlich, der hat
absichtlich den Single Rider leer gelassen, damit wir warten müssen da. Und hat dann, als er dachte so, oh, okay, jetzt könnte ich den mal reinlassen, hat dann aufgemacht und dann hat er alle Leute reingeschickt, inklusive uns. Also ich pass es nicht an. Nein, also... Also ich bin echt überwältigt von diesem Park hier bei Nacht. Das ist so schön beleuchtet. Und guckt euch mal diese Achterbahn an, die ist komplett beleuchtet. Es ist einfach schön hier. Es ist ein wunderschöner Park. Coole Attraktionen. Also ich finde es richtig toll. Also ich habe geheult die ganze Zeit. Ja. Also Alter, das hat die andere Show noch mal getoppt, ne? Das ist einfach geil. Das war... Das ist die geilste Achterbahn, die ich je gefahren bin. Besser als Taron? Besser als Taron. Ich hab Taron überboten. Das ist so geil, das Ding. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hab ein neues Klo im Phantasialand. Hey, hat der Schneemann dieselbe Mütze auf wie ich? Ja. Die haben alle dieselbe Mütze auf wie du. Wow. Nathalie hat sich gerade freiwillig gemeldet, vorzugehen. Ich hab mich nicht freiwillig gemeldet. Das ist nur Animal Crossing. Nein, nein, nein. La 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 la. La 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 la. Du hast nicht mal hingeguckt. La la la. Doch, du schon. Oh Gott. Oh mein Gott, ich hab so Angst gerade. Schon geil. Ich hab so Angst. Es wackelt. Es wackelt. Es wackelt so sehr. Matthias, es wackelt. Oh Gott. Ich trau mich nicht nach unten zu gucken. Ohne Witz, ich hab keine Höhenangst. Okay, oh, die Achterbahn. Die Achterbahn. Offred, die da von der Achterbahn. Ab, ab, ab. Ab, ab, ab. Ab, ab, ab. Waschbär! Waschbär!
Wir sind im Europa-Park. Ich wusste, wo wir das drauf. Hoch, hoch, Willi, fliege tief, tief, tief. Nein. Nimmst du es auf? Allein, gar nicht. Oh, 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 oh. Okay, das ist mein Zug. Bis bald! Ja.